Jürgen, es ist Zeit. Mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Ach ja. Viel Spaß. Ich bin ich, ich gebe mich so, wie ich bin. Man sollte nicht alles auf der Goldwaage legen. Sonst dürfte man ja überhaupt nicht mehr den Mund aufmachen. Sag mal, Jürgen, flirtest du mit mir? Nö, guckst mich ja die ganze Zeit an. Warum soll ich, wo soll ich sonst hingucken? Guckst mich an, guck ich dich an. Ich kann verstehen, dass du gerne in meinen Augen versinkst, mein Hase. Der wohl bekannteste Detektiv Deutschlands, Sherlock Jürgen. Herzlich willkommen zu deiner Runde der Schande. Wofür möchtest du denn büßen? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Schauen wir einfach mal in deine Akte, bitte. Wie kann man berechnen? Durch ihre Oberweite? Ich müsste doch mal hier und da mal mit dem Spritz hinkommen. Da müssten noch ein paar Fältchen weg. Ja, am Hintern. Also ich würde da noch mal ein bisschen durchkerschern lassen da. Was bildest du dir da ein, so über Gingers Körper zu urteilen? Das hat sie bereits schon selber gemacht. Dafür brauchte ich nicht viel. Das hat sie vorher schon selber getan. Ach, öffentlich. Sie hat dich nach deiner Meinung gefragt. Nee, hat sie mich nicht danach gefragt, sondern durch Presseartikel. Wegen Männern wie dir, solchen Sprüchen, verfallen Frauen immer mehr in Schönheitswahn. Und sie haben vor allen Dingen das Gefühl, sich immer weiter optimieren zu müssen und operieren zu müssen. Das sehe ich jetzt anders. Und du stehst dann da mit deinen damals 57 Jahren und sagst zu einer 33-Jährigen, dass sie zu viele Falten hat, dass man da mal durchkerchern muss? Ja, es ist halt dumm gewesen. Kommen wir zum nächsten Fall. Und da ist endgültig Schluss mit lustig. Was glaubst du, was wir noch gefunden haben? Homophobe. Ja, das kommt homophobe aus. Ne? Das ist halt bei Olivia an der falschen Adresse, gell? Die ist heute knallhart. Ja, vielleicht mit dem Spruch, sage ich jetzt mal so, mit dem schwulen Messer, weil ich irgendwas am Schneiden war. Oder mit. Schwules Messer? Ja. Da habe ich irgendwie was im Brot geschnitten und dann ging das nicht. So. Schauen wir uns das nochmal an. Nochmal Promi Big Brother. Kann man hier kein vernünftiges Messer hier? Da ist doch so ein Schwuchtelmesser hier. Er ist so unglaublich hier. Meine ich ja. Oh mein Gott. Er ist sein Wort wahrscheinlich, sein Wortschatz. Das meint er gar nicht in den Zusammenhang. So, waren wir der schwulen Kelle hier. So. Ach, da kriegst du nichts gerührt hier mit. Das ist doch eine schwule Scheiße hier, du. Ehrlich. Ich sag ja nicht gegen die Leute, aber das ist ja wohl jemand ein schwules Messer, ne? Warum ist das Messer schwul? Erklär's mir bitte mal.
Da gibt's keine Erklärung, das ist so. Was soll ich jetzt darauf erklären? Ich weiß es nicht. Und warum die Kelle? Schwul? Das ist schon seit über 20 Jahren meine Redensart. Schwul. So ist, weiß ich auch nicht, warum man jetzt hier so ein Riesenfass aufmacht. Worauf wollt ihr ein Haus? Wollt ihr mich jetzt hier als homophob abstempeln oder was? Habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Was ist schon großartig dabei? Darf man dieses Wort schwul überhaupt nicht mehr im Mund nehmen? Darf man darüber nicht mehr reden oder was? Ich habe Freunde, die so sind. Die so sind? Ja, die halt schwul sind. Nur weil ich schwarze Freunde habe, kann ich nicht das N-Wort sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass du gar nicht weißt, bis heute übrigens nicht, was so eine Redewendung für mich und viele andere da draußen ist. Weil Menschen so denken, oder eher in diesem Punkt so gedankenlos sind wie du, ist schwul immer noch ein Schimpfwort. Auf Schulhöfen und inzwischen sogar in Kindergärten. Und diese Verknüpfung, schwul gleich negativ, die kriegst du aus den Menschen, auch mit ein paar schwulen Freunden, nicht mal ebenso wieder raus. Da. Aus des Messers schneidet nicht, ist kaputt, funktioniert nicht, wird bei dir ein schwules Messer. Sind homosexuelle Menschen in deinen Augen nicht funktionsfähige Heteros? Ach, absolut nicht. Nein, nein, also. Was glaubst du, wie junge Menschen sich bei so Sprüchen fühlen? Da kann ich mich nicht hineinversetzen, aber ich denke mal, nicht gut. Nicht gut fühlen ist noch gelinder ausgedrückt. Fakt ist, dass sich immer noch mehr homosexuelle Jugendliche als heterosexuelle Jugendliche das Leben nehmen. Und das kommt irgendwo her. Und glaub mir, durch so blöde Sprüche wird's garantiert nicht besser. Auch wenn sie noch nicht mal böse gemeint sind. Sehe ich ein. Da hast du recht. Jürgen, mal ehrlich. Ich glaube, dass du nicht schwulenfeindlich bist. Nein, nicht bin homophob. Ich auch nicht. Das ist mir an der Stelle auch wichtig, jetzt das hier noch mal zu sagen. Aber ich hoffe, dir ist jetzt etwas klarer, was zumindest an deinen Aussagen schwulenfeindlich war. So wie du mir es erklärt hast, habe ich das ja gar nicht so gesehen. Wir sind ja beim großen Promi-Büßen. Mhm. Und deshalb gibt es auch für dich eine symbolische Buße. Ich ernenne dich heute zu unserem Rudelsandmännchen. Du wirst ab jetzt jeden Abend deinen MitbewohnerInnen eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich gebe dir mal ein Buch, habe ich geschrieben, um Kindern das zu erklären, was ich dir gerade erklärt habe. Und damit husch husch ins Körbchen mit dir. Danke dir. Das habe ich ja schon vorher gelernt, solche Dinge eben halt nicht mehr zu sagen, um diese Menschen eben halt auch nicht so zu verletzen. So. Super gemacht. Ja, warum ist das so? Super gemacht. Alle zusammen. Hast du super gemacht. Der alten Generation muss man eben öfter sagen, hallo, Opilein, das macht man heute nicht mehr, das sagt man nicht mehr. Und dann verstehen sie es auch irgendwann. Wir haben auf einen Skandal gehofft, die. Dieses Schimpfwort mit schwul ziehe ich mir den Schuh auch mal wieder komplett selber an, weil ich immer sage, wenn irgendwas nicht hinhaut, ich sage, hey, das ist doch schwul hier. Das geht gar nicht. Und die Erklärung von Olivia war super. Du musst es dann wirklich machen, ne? Ja, das mache ich auch. Nein, du musst wirklich. Heute Abend wird noch eine Geschichte vorgelesen. Nein, ohne Witz, wir müssen alle ruhig sein, weil sonst, wenn du das nicht erfüllst. Genau. Jürgen hat seine Runde der Schande hinter sich. Für Emmy steht dieses einschneidende Erlebnis noch an. Machst du dir gekocht? Ja, aber was wird eine Strafe wohl sein?
Ich kann, wenn ich ganz ehrlich bin, gar keine Fehler zugeben. Ich hasse es. Ich hasse es vom tiefsten Herzen, was ich ja auch gar nicht habe, mich zu entschuldigen, irgendwas zu bereuen. Wirklich. Ich habe mich halt gar nicht vorbereitet. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was sage ich oder so, ne? Keine Ahnung. Das ist ja auch kein Vokabeltest, sondern eine Frage der Moral.